In diesem Video geht es um After the Fire von Will Hill und ich sag euch schon mal gleich, das ist für mich ein absolutes Jahreshighlight. Ich bin so begeistert von diesem Buch, das hat mich so umgehauen und ich bin total gespannt, ob es auch für einen von euch ein Jahreshighlight wird oder zumindest ein Highlight. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute ein persönliches Highlight des Jahres von mir mitgebracht. Und zwar After the Fire von Will Hill. Dieses Buch habe ich als Rezensionsexemplar über Lovely Books vom DTV Verlag bekommen. Und ich bin einfach hin und weg. Ich bin wirklich total hin und weg. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die Optik ein, bevor ich die am Ende noch vor lauter Begeisterung vergesse. Und zwar, ich hoffe, das ist bei dem Nicht-Rezensionsexemplar am Ende genauso. Also man kann hier die Schrift fühlen, aber vor allem hier oben. Die Streichhölzer kann man alle fühlen und hier den Rauch. Und das, sowas liebe ich. Solche Details liebe ich wirklich. Also das ist, wenn man das dann liest und es geht ja um ein Feuer, das ist echt, boah, das macht einem Gänsehaut. Und vor allem, das setzt sich halt fort. Hier auf dem Buchrücken sieht man das nicht nur, man fühlt es auch wieder. Mit diesem Rauch. Genauso auch auf der Rückseite. Also man fühlt überall hier dieses Streichholz wieder und da den Rauch. Und das ist einfach ein ganz, ganz krasses Gefühl. Jetzt seht ihr mal den Klappentext. Also ich weiß nicht, inwiefern das mit dem Originalbuch dann übereinstimmt, aber ich hoffe, dass es sehr übereinstimmt, weil ich finde es einfach so toll. Also hier innen. Bleib auf, du! Und nochmal das. Also, ich persönlich, ich bin total hin und weg von dem Buch. Es geht um Moonbeam, die ist 17 Jahre alt und überlebt ein schreckliches Feuer mit Schusswechsel. Man muss dazu sagen, sie ist in einer Sekte groß geworden. Und bei dieser Sekte gibt es dann eben eine Stürmung durch die Polizei. Und es kommt zu einem Feuer, bei dem sehr viele Menschen sterben, aber auch sehr viele Schusswechsel, bei denen ebenfalls sehr viele Mitglieder der Sekte sterben. Und am Ende gibt es nur wenige Überlebende. Und eine davon ist Moonbeam. Und als das Buch beginnt, steht das Lager in Flammen. Es gibt Schießereien, die Polizei stürmt und die Anhänger des Propheten schießen zurück und drehen teilweise total ab. Und Gebäude stehen in Flammen und überall liegen Leichen oder Sterbende. Und Moonbeam hat aber eine Mission. Sie kämpft sich dadurch, denn sie will die Kinder retten. Allen voran eine gute Freundin von ihr. Und sie riskiert dabei wirklich ihr Leben, wird auch schwer verletzt, aber sie schafft es. Sie rettet die Kinder und am Ende sind halt diese Kinder und sie und ein anderer Junge die einzigen Überlebenden. Und das ist wirklich extrem, wenn man sich das vorstellt, wie viele Leute da vorher da waren. Und jetzt haben halt eine Menge Leute eine Menge Fragen. Und die ganz große Frage für den Leser ist einfach, kann Moonbeam diese ganzen Fragen überhaupt beantworten und wie viel religiöser Wahn von dieser Sekte steckt in ihr? Und das Buch ist wirklich einfach wirklich richtig, richtig heftig. Das ist wirklich, oh, mir fehlen da echt die Worte für. Die Kapitel sind in davor und danach unterteilt. Davor ist alles vor dem Feuer. Oder halt vor der Befragung. Und danach ist alles während der Befragung, beziehungsweise wenn Moonbeam dann in ihrem Zimmer ist. Und das ist wirklich erschütternd, was sie da beschreibt. Und vor allem, wie sie es beschreibt. Es war ja für sie normal, was da passiert ist. Und das, wenn sie dann da erzählt von den Dingen, die da passiert sind und die ihr auch angetan wurden. Und das ist mit einer solchen Selbstverständlichkeit. Das ist einfach richtig krass.
Vor allem, man muss dazu sagen, die Befragung wird immer von einem Psychotherapeuten, glaube ich, ist er, oder Psychologe, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, und einem FBI-Agenten durchgeführt. Und durch diese beiden Männer bekommt man immer so ein bisschen den Bezug zur Realität zurück. Also man ist von Seite 1 an ganz, ganz nah beim Moonbeam und sie nimmt einen da wirklich mit auf eine Reise und man kommt da so schnell nicht wieder raus. Also wenn sie eine Erzählung beendet, dann sitzt man immer da so als Leser und denkt sich nur, boah, krass. Und dann kommen aber diese beiden Männer und die setzen das dann wieder in Relation zu dem, wie unsere Welt ja eigentlich funktioniert. Und die sind dann geschockt und ja, einfach auch berührt. Und durch ihre Reaktion wird das Ganze nochmal heftiger. Wenn man das ja zuerst gefiltert durch Moonbeam erlebt und dann durch diese Männer das Ganze nochmal, ja, mit unserer Realität irgendwo in Einklang gebracht wird und dann kommen die Reaktionen von einem selber, die nochmal heftiger sind. Ich weiß, das klingt verwirrend, aber wenn ihr das Buch lest, werdet ihr das merken. Also sie beschreibt es halt oft relativ neutral, emotionslos. Egal wie schlimm es ist, egal wie schlimm sie etwas erlebt hat, sie ist da relativ emotionslos und dann endet sie und guckt diese beiden Männer an und die sind dann total erschüttert, weinen manchmal sogar und sind einfach stellvertretend für unsere Gesellschaft, für unsere Welt, die Gott sei Dank in der Regel so heftige Sachen nicht kennt. Und dann ist man da als Leser und erst durch die Reaktion von den beiden wird einem klar, was sie da eigentlich gerade wirklich gesagt hat. Und dann trifft einen diese Sache nochmal heftiger und es ist so oft, dass man da wirklich sitzt und sich einfach nur denkt, oh Gott, bitte, sowas darf nicht wirklich passieren. Aber man weiß, dass es wirklich passiert und das macht das Ganze so schlimm. Dieser Realitätsbezug. Und das ist halt das, dass das Buch diesen Realitätsbezug halt auch immer hat. Es ist nicht so fantastisch, sag ich jetzt mal, dass man das einfach als Fiktion abtun kann. Es wirkt sehr, sehr realistisch. Nicht nur durch Moonbeam, die das wirklich extrem gut rüberbringt, sondern auch die Tatsache, dass das Buch so, ich sage jetzt mal, emotionale Magenschwinger verteilt. Es ist nicht immer alles gut. Es geht nicht immer alles gut aus. Und das macht es so heftig, weil es so realistisch wird. Das beste Beispiel daran ist Nick. Das ist ihr bester Freund in der Sekte. Und ich kann natürlich nicht verraten, was mit dem passiert. Ich kann nur sagen, ich hätte es mir anders gewünscht. Und es ist, wenn das dann rauskommt, das ist so ein richtig heftiger Schlag in den Magen. Und es ist nicht der erste, es bleibt auch nicht der letzte. Und am Ende wirklich, wenn das Buch beendet ist, dann sitzt man da und ist einfach nur durch den Wolf gedreht. Also, das ist so gut geschrieben. Oh, ich bin einfach total begeistert. Also, das Buch ist nicht umsonst ein Highlight von mir. Na, also, ich bin sowas von begeistert. Und ach, ich hoffe einfach nur, ganz viele von euch geben dem Buch eine Chance und lesen es. Es ist heftig, wirklich heftig, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Das Buch ist geprägt durch Moonbeam, die halt auch keine normale 17-Jährige ist, allein schon durch die Umstände. Sie ist sehr ernst, sehr erwachsen und sehr schlagfertig und man kann sie einfach nur dafür bewundern, wie sie das alles durchsteht. Und das Buch strahlt auch durch sie so eine gewisse Melancholie aus, die aber, finde ich, diesen Realismus noch ein bisschen heftiger unterstreicht. Also, in gewisser Weise bleibt noch ein bisschen was offen, aber das passt zu dem Buch, zu dieser Message, es wird nie vorbei sein, weil auch das Trauma nie wirklich vorbei sein wird. Und ach, sie wird das für den Rest ihres Lebens mit sich herumtragen. Und das macht das Buch so schön deutlich. Also ich bin echt sowas von total begeistert und aus dem Häuschen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen zu verführen. Und ganz klar, keine Frage, 5 Sterne von mir. Und wie gesagt, ein Jahreshighlight. So, das war's auch schon von mir.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, ich hoffe, ich kann ein paar von euch verführen, dem Buch eine Chance zu geben. Es ist wirklich so, so gut. Dann macht's gut und bis bald. Tschüss.